Eine Frage kurz ans Sofa. Da geht es darum, dass zum Beispiel Bundespräsident Gauck vor kurzem noch mehr internationale Verantwortung für Deutschland wollte. Wieso ist man bei Hashtag Gaza still? Das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns zu beantworten. Also wir berichten ja nur, wir können ja jetzt nicht die Aufgabe der deutschen Politik wahrnehmen und Stellung zu nehmen zu dem, was in Gaza passiert. Gut. Dass zum Beispiel Bundespräsident Gauck vor kurzem noch mehr internationale Verantwortung für Deutschland wollte. Wieso ist man bei Hashtag Gaza still? Das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns zu beantworten.